Was geht ab, Mann und Sie Fighter Hose hier und willkommen zum Team Rating Video Nummer 48. Bevor wir dann anfangen, Freunde, kurze Sache wegen dem Titel. Wird wahrscheinlich wie immer sein, ich bewerte eure Dokkan Teams Nummer 48. Minus, was danach kommt, ist dann, erkennt eure Leader, Ausrufezeichen. Damit meine ich aber, das soll kein Befehl sein oder das soll nicht aggressiv sein. Ich meine damit nicht, erkennt eure Leader, ihr Noobs. Sondern, was ich damit meine ist, beziehungsweise dieses Ausrufezeichen dient für mich einfach da, dass ich dahinter Dragon Ball Z Dokkan Battle draufklatschen kann. Deswegen steht dann Ausrufezeichen. Also nicht falsch verstehen auf jeden Fall. Aber heute wird es nebensächlich darum auch gehen, welche Charaktere sind ein guter Leader und wie ihr dafür ein Auge entwickeln könnt oder ein Gefühl entwickeln könnt, damit ihr auch das erkennt aus eurer Charakterliste und dann um den Leader natürlich das Team baut. Denn der Leader ist quasi, der macht das meiste aus in dem Team. Das im Hinterkopf merkt, Freunde, vielleicht würde das ein oder andere falsch verstehen wegen dem Ausrufezeichen. Ich meine es aber nicht so, sollte kein Befehl sein. Anyway, dann würde ich sagen, lieben Dank natürlich auch für die Einsendungen dieser Woche. Der Link ist in der Beschreibung, wie ihr daran teilnimmt. Und wir fangen an mit dem ersten Team. Die erste Einsendung ist hier an der Stelle von Aronato HD. Hallo Osuru, ich nicht so lange Dokkan. Hallo Aronato, ich Yoda GG. Kannst du mir bei meinem Team helfen? Ich habe keine Ahnung, Hashtag Team Osuru. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Unser Boy spielt also nicht so lange Dokkan. Und wir haben folgende Einsendung mit folgendem Team. So, ganz wichtig erstmal die Sache, Freunde. Leader. Welche Charaktere sind ein Leader? Dafür müsst ihr eure Charaktere mal natürlich anschauen und ein Auge oder ein Gefühl entwickelt ihr, wenn ihr die verschiedenen Leader-Skills der Charaktere vergleicht. Die Leader-Skills der Charaktere seht ihr ja, wenn ihr auf den Charakter klickt, da steht dann ganz oben unter den Stats der Leader-Skill. Oder hier beim Teambild steht ihr dran, Leader von Broly ist zum Beispiel und oben links, der Charakter oben links im Team oder den ihr als erstes wählt, ist der Leader. Und Broly gibt ihr an der Stelle, hier steht es dran, Strength-Type, Key plus rein, HP-Attack-Def 90%. Und dann müsst ihr quasi mal erstmal viele Leader-Skills von Charakteren einfach mal so lesen und miteinander vergleichen, weil dann entwickelt ihr ein Auge und ein Gefühl dafür. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn wir uns den Leader-Skill betrachten von Broly, den haben wir, okay. Da gibt es Strength-Charakter, Key plus 3, HP hat ungefähr 90%. Außen vorweg, ein guter Leader-Skill ist immer, wenn er, sei es seinem Typus, sei es Villains, Heroes, seine Kategorie, sei es einem Typus, zwei, drei Typen, whatever, wenn er diesen Key gibt und einen Boost auf HP, Attack und Death. Am besten wäre es mindestens Key plus 3 und HP, Attack und Death müsst ihr dann vergleichen. Aktuell HP, Attack und Death, die aktuellen guten Boosts, sage ich mal, fangen bei mindestens 120 an. 100% ist auch noch gut und so fort, aber unter 100% ist, sage ich mal, outdated für das, was ihr haben. Soll nicht heißen, dass der Disc von Broly schlecht ist. Wenn ihr ein gutes Strength-Team mit dem baut, ist es gut. Im Endeffekt, Freunde, ganz wichtig, der Disc sollte auf jeden Fall Key, für Key sorgen, gut Key und für einen guten HP, Attack und Death. HP Attack und Death Boost, aber in Prozent, in Prozenten, Freunde. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel vergleichen würden, Gogeta gibt jedem Typus Key plus 3, das ist gut, aber er gibt auf den Angriff nur 3000, waren es glaube ich, nur 3000, das ist ein konstanter Boost, das ist nicht gut, da ist der Disc von Broly viel besser. Da müsst ihr einfach mal eure Charakter vergleichen, Freunde, damit ihr dann Gefühl und Auge entwickelt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch vergleichen würden, FIFA Gogeta Awake gibt den Fusion-Kategorie Key plus 3, HP Attack und Death 150% oder sogar Tech-Charaktere in Key plus 3, 50% sollten das sein. Da müsst ihr quasi, Freunde, selbst in eure Charakterliste reingucken und mal ein Gefühl dafür entwickeln. Einfach mal Leader-Skills vergleichen und dann nehmt ihr im Endeffekt den Leader als, ja, Leader und den Charakter, oder besser gesagt den Charakter als Leader in eurem Team und das Team baut ihr dann um den Leader. Und das machen wir jetzt hier, denn Leader-Skill von Broly ergibt Strength-Charakter in Key plus 3, HP, Attack und 90%, heißt FIFA, Gogeta, Gotenks und Super Vegito bekommen nicht den Leader-Skill von Broly, weil es sind keine Strength-Charaktere. Und so einfach ist das mit den Leader-Skills, Freunde. Dementsprechend gehören drei Charaktere zu dem Leader-Skill. Wir haben drei Punkte. Alle sind Max Level, Max Awake. Nee, das sind sie nicht. Also bleibt es bei den drei Punkten. Alle sind, ja, ja, es bleibt es bei den drei Punkten, sag ich mal. Wenn wir uns jetzt aber die Charaktere ansehen, mein Freund, dann machst du was ganz Simples einfach. Du nimmst im Prinzip Broly als dein Leader und packst seine besten Strength-Charaktere rein. Damit sollst du am Anfang vor allem durchkommen, um die Story zu bewältigen. Du bist ja erstmal Rank 90 und dann später kannst du immer weitergehen, dein Team ausbauen, awaken etc. Und dann kannst du dich an Dokkan-Events wagen, um deine Charaktere zu awaken. Also, wir haben Broly drinnen, Gogeta drin, Cell drin. Der nächste beste Strength-Charakter von dir wäre Jiden, rein mit ihm. Gohan könntest du reintun, rein mit ihm zum Beispiel. Und dann guckst du mal her, wen haben wir da noch so, den wir reintun könnten. Ja, für den Anfang ganz, okay, ja, stopp, okay. Und dann können wir natürlich ein bisschen besser, dann kommt es natürlich auf die Charaktere selbst an, wer ist besser als der andere etc. Ich würde auf jeden Fall mal achten, dass du in diesem Team-Setup so viel Super Saiyan mitnimmst, wie du kannst, weil das werden die meisten Super Saiyan sein. Also, nehmen wir mal jetzt meinen Vorschlag für dich. Der Broly als Leader, Gogeta rein,
Cell müsst ihr unbedingt auch reintun. Ich glaube, du hast nicht so viele Super Saiyan-Charaktere. Wir merken uns mal die drei, die drin sind. Jiren würde ich auch reintun, um ehrlich zu sein, auch wenn er keinen Super Saiyan hat. Der ist da auch auf jeden Fall solide aufgehoben. Also Jiren haben wir schon mal 4. Dann würde ich reintun Super Saiyan Shanks GT 5. Und als letzten Super Saiyan könnt ihr entscheiden. Du, ja, okay, was jetzt könnt ihr entscheiden? Du hättest Super Saiyan Saigon, du hättest Vegeta Blue. Du hättest Super Saiyan Goku, alle sind nicht awake, die könntest du auf jeden Fall reintun, so ist nicht. Du hättest Super Saiyan Gohan, wobei der nicht so gut ist wie die anderen. Der Super Saiyan Goku könntest du auch benutzen. Du würdest, also ganz ehrlich, du würdest nichts falsch machen, ob du jetzt Vegeta Blue reintust. Den Super Saiyan Saigon oder Goku würde alles dann Sinn und Zweck erfüllen, nämlich dass sie Super Saiyan Tech haben oder Super Saiyan Link Skill. Aber ich meine, der Vegeta hat in dieser Form noch kein Prepared for Battle. Falls er Prepared for Battle hat, dann tu ihn rein, weil viele Charaktere in deinem Team haben Prepared for Battle. Falls nicht, kannst du entscheiden für Super Saiyan Goku oder Gohan. Da machst du nichts falsch. Und im Endeffekt, was wichtig ist, ist, dass du ein komplettes Strength-Team baust aus deinen Strength-Charakteren, damit du jetzt erstmal in der Story gut vorankommst. Und dann im Endeffekt, mein Freund, wie gesagt, dann schaust du dir andere Charaktere an. Du hättest noch einen Fusion-Leader. Du könntest vielfach Gogeta als dein Leader nehmen. Ghost Tanks rein, der gehört zur Fusion-Kategorie. Super Gogeta rein, der gehört zur Fusion-Kategorie. Das wär's dann aber auch schon. Nicht schlimm, denn er gibt auch Tech-Charaktere einen Boost. Also tust du noch drei drei Tech-Charaktere rein. Zum Beispiel Vegeta Blue, Bulma und Candy Vegito. Verstehst du, was ich meine? Darum geht es im Endeffekt, meine Freunde, dass es wichtig ist, dass ihr eure Leader erkennt und so dann Team um den Leader-Skill baut. Ist nicht so schwer, ist nicht die Welt. Wenn man sich da ein bisschen mal einliebt, mal ein Gefühl dafür entwickelt, dann funktioniert das Ganze auch ganz gut. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Team. Und zwar haben wir das Team hier von Allen. Hashtag Team Osudu. Hallo Osudu, hab ein Unique Survivor Saga Team gebaut und wollte fragen, ob ich es verbessern kann. Und dann gehen wir voraus. Alles klar. Dann schauen wir uns das Ganze mal an hier an der Stelle. Oh, okay, das sieht geil aus. Jiren ist der Universe Survival Saga Kategorie Leader. Diesen gibt der Key Plus 3 HP Attack mit 150% oder Strength Charakter in Key Plus 3 50% auf alles sollten das sein. Das sieht sehr schön aus. Wir haben Jiren Dispo in einer Rotation. Sie teilen sich 5 Linkskills. Sind Key Plus 5 und 50% auf den Angriff. Allein durch die Linkskills. Uigoku, Godku. 4 Linkskills. Kamama, Godly Power, 4 Battle. Over the Flash. GG. Das reicht auch. Und Zeit Supporter, schmackhaft. Kale, Key Plus 2. Key Plus 2 sollten das sein. Für Universe Survivor Saga Kategorie Leader. Kategorie Charaktere. Und Attack und F30%. Sehr guter Rotationscharakter. Topo ebenso. Attack und F35% für jeden. Debuff auf die Gegner. Perfekt, mein Freund. Und ich glaube nicht, dass. Gucken wir mal Krankenliste an, weil das Team ist schon sehr, sehr gut. Also Max, der Max 8 von 10 Punkte. Und ja, aus seiner Krankenliste hast du das Beste gemacht. Also will ich auf jeden Fall einen extra Punkt dazu geben. Und ja, es sind 9 Punkte, ganz simpel. Muss man nicht viel zu sagen. Es ist echt ein schönes Team. Schönes Universe Survivor Saga Team. Das gefällt mir sehr. Ja, ging schnell, aber es gibt nicht viel zu sagen. Wisst ihr, was ich meine? Der Junge hat gut abgestaubt. Alright, dann machen wir mal weiter mit dem Team von Das Monster. Lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osa. Dankeschön. Und zwar haben wir hier ein super Team. Ein Heroes Team. Alright. Hier haben wir jetzt Super Class, bekommt Key Plus 3 HP Attack und der 120%. Also jeder Charakter, der ein Hero ist, ein Held ist, der diesen Super Tag hat, aber auch nicht awaked. Denn es ist die Superklasse. Würde der Super-Type stehen, dann müsste jeder Z-Awaked sein. Weil wenn man Charaktere Z-Awaked, dann bekommen sie den Super-Tag hinzu. Zum Beispiel Vegito Blues Leader-Skill. Für ihn brauchen wir, da steht dran Super-Type. Und natürlich jeder Typ ist einmal drin. Aber Super-Type heißt, im Typus muss dieser Super-Tag stehen. Bei Super-Class, das ist die komplette Klasse. Die müssten also nicht Z-Awaked sein und würden trotzdem Leader-Skill bekommen. Das ist der Unterschied. Anyway, wir haben hier super Charaktere drin, yeah, 6 von 10 Punkte, alle sind Max Level für ihr Status, 7 von 10 Punkte, aber nicht Max Awaked. Also, by the way, ich weiß gerade nicht, ob es beim ersten Team auch so war, dass sie zwar Awaked waren, dass sie zwar nicht vollends Awaked waren, aber in ihrem Status vollends gelevelt waren. Falls ja, dann gibt es da einen Punkt drauf, mein Freund. Weil hier zum Beispiel, hier sind alle auf Max-Level für ihr Status, in dem sie sind. Gibt es also einen Punkt dafür. Aber sie sind nicht alle Max-Awake. Also der hat noch Theo-Version, der auch. Deswegen, ja, gibt es da keinen extra Punkt, so gesehen. Okay, 7 von 10 Punkte haben wir hier an der Stelle. Und das Team, ja, Super-Team hat man viel freie Wahl. Das wissen wir, habe ich euch oft gepredigt, bei Willens-Team auch. Deswegen würde ich einfach mal sehen, gucken wir uns das Ganze mal an. Hier könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, AGL Super Saiyan Goku in einer Rotation mit Super Gogeta. Sie teilen sich wirklich gute Links, kommen sehr gut zurecht. Und ansonsten, gucken wir uns mal Charakterliste an. Wir haben hier nämlich noch LGF.
LGF tue ich auf jeden Fall rein, den habe ich im Auge. Wie gesagt, Superteam kann man die Teams eine schöne Thematik geben. Viele Superteams würden auch richtig funktionieren. Also das Team funktioniert, ja, ich will das nicht schlecht reden, so ist es nicht. Aber ich würde auf jeden Fall gerne LGF mit ins Team spielen, deswegen habe ich mir folgendes hier erstellt. Und zwar dieses Team hier. Denn wenn du LGF in einer Rotation hältst mit Super Saiyan 4 Gogeta, sie teilen sich 4 Battle, Shocking Speed, Ki plus 2 und Over the Flash Ki plus 3. Also bekommt ihr schon mal Ki plus 5 außen vorweg. Und wenn ihr gegen dann Extreme-Type-Gegner kämpft oder Extreme-Class-Gegner, dann bekommen diese einen Debuff auf ihren Angriff von vierfachen Gogeta. Heißt wiederum, seine Passive mit dem Attack-Down-Teil wird getriggert. Also die zwei in der Rotation, die kannst du auf jeden Fall spielen. Die zwei sind auch sehr nice, wie gesagt, 5 Link-Skills. Und über seine Transformation hinweg tut Gogeta ihn gut decken, denn er hat Prepare for Battle und Over the Flash. Das kann man auf jeden Fall so spielen. Oder wie gesagt, dann haben wir noch die andere, das wären dann quasi zwei Rotationscharaktere, Super Vegito mit Tech Vegito Blue. Oder je nachdem, im Prinzip hast du hier drei Duos, sag ich mal. Für wen du dich dann entscheidest, letztlich wen du in die Rotation hältst, ist dir überlassen, aber es würde alles funktionieren. Ob du jetzt die rein raus rotierst, wäre nicht schlimm, das ist ein Heroes-Team. Falls du Bock auf einen Support hast, könntest du einen Supporter stattdessen reintun, aber das Team wird es auch machen, sag ich mal. Also im Endeffekt, diese Rotation würde ich auf jeden Fall halten, LGF mit FIFA Gogeta. Ob du dann Bock hast auf Super Saiyan Goku und Super Gogeta, kannst du auch lassen oder auf die Zeit kannst du auch lassen. Machst auf jeden Fall nichts falsch und genau so würde ich das Team ändern hier. Und danke für die Einsendung auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zum letzten Team für heute, meine lieben Freunde. Und zwar ist es das Team von Dominic X Blackdom. Lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar haben wir hier Hashtag Team Osuru. Hey, was geht ab, my friend? So. Hey Osuru, ich wollte dich mal fragen, ob du mir vielleicht das ein oder andere Team zusammenstellen könntest, da ich derzeit nur das eine Team hier habe. Ich bin leider nicht wirklich gut in sowas und hoffe, dass du mir helfen kannst. Ich farm auch gerne, also kannst du mir auch ruhig Aufgaben geben. Alles klar, mach weiter so mit deinen Videos, macht echt Spaß dir zu gucken. Und deswegen habe ich quasi hier das mit der nebensächlich betrachtet, mit dem erkennt eure Leader, weil das werden wir gleich hier anwenden, dass es wichtig ist, wie ihr eure Leader erkennt. Aber wir haben ja ein LGF-Team, Represent of Universe 7, alle Charaktere sind in der Kategorie. Außer Vegito, aber Vegito bekommt einen Super-Tech-Boost, nämlich Ki plus 93% auf alles. Dementsprechend passt es hier an der Stelle. Beziehungsweise, glaube ich, ist es sogar ein Tech-Boost, nicht nur Super-Tech. Ich schaue gleich nebenbei einfach mal nach. Außerhalb davon aber sind alle Charaktere entsprechend dem Leader-Skill. Ja, das tun sie, gibt es 1, ja, 6 von 10 Punkten natürlich. Dann haben wir, ganz Moment, bam, bam, bada boom, pow. Nämlich, ich schaue gerade das nach wegen LGF. Ob es super, ich hab's vergessen einfach, Freunde, da kommt man einfach mal auch durcheinander. Aber Tech-Type tatsächlich, denn ja, Full Power Goku gibt nur Super Tech. Genau, da war ich verwirrt, weil Full Power Goku kam ja neulich raus. Aber ja, sein Skill ist Represent of Universe 7 Charakteren, gibt er Ki plus 3 HP, Attack auf 170% oder Tech, komplett Tech Charakteren, egal ob Extreme oder Super, Ki plus 3 HP, Attack auf 90%, genau. Also im Endeffekt 6 von 10 Punkten, also Max Awake richtig, 8 von 10 Punkte. Und ich habe mir die Charakterliste angesehen, also ich kann gerne mal rüber gucken, falls ich irgendwas übersehen habe, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr das gerne ihm sagen in die Kommentare. Ich würde das Team aber so lassen, wie es ist. Worum es mir dann letztendlich noch am Ende geht, ist eben zu seiner anderen Frage, ob er andere Teams bauen könnte. Und hier gebe ich natürlich dir die Aufgabe, mein Freund, wegen dem, was ich am Anfang angekratzt habe. Erkennt eure Leader auf jeden Fall. Entwickelt ein Auge dafür. Ich nenne jetzt mal deine Leader und dann kannst du deine Teams auf jeden Fall selbst bauen. Dazu bist du sicherlich in der Lage. Also zum Beispiel, Freunde, wir hätten hier mal, sag ich mal, gute Leader, die mir ins Auge fallen. Wenn du LA Vegeta Blue Awakes, ist ein Super-Type-Leader, gib diesen Ki plus 3 70% auf alles? 70? Ich glaube, es waren nur 70. Oder waren es 90? Ich bin total raus heute, keiner weiß warum, aber es kommt vor, so ist nicht. Deswegen haben wir hier Dokkan Battle immer gestartet und können das Ganze nachschauen. Und zwar, wenn ich das Ganze kurz mal nachschauen dürfte, Ki plus 3, 70% tatsächlich. Zum einen hat es mich gewundert, Ki plus 3, 70, das ist schon wenig, aber so war es halt früher, ne? Ki plus 3, 70 für Supertypes. LA Vegito Blue. Also ja. Ja, aber da gibt es bessere Lieder. Ja. Einfach Eisen-Lieder, dass ihr Bescheid wisst. Er ist auf jeden Fall ein Supertype-Lieder. Es gibt aber bessere. Ich zähle jetzt einfach mal die besseren auf, sage ich mal, damit das schnell geht. Wir haben Super Agel Leader. Super Agel kriegt den Ki plus 3 so 120% oder Extreme Agel Ki plus 1 50% auf alles, sollte das sein. Dann haben wir hier einen Super Leader, Super Class Leader, kennen wir Ki plus 3 120%. Wir haben Fusion Leader, Awaked 150% für Fusion Kategorie oder Tech Charakteren, Ki plus 3 50. Full Power Goku geht der Full Power Kategorie, Ki plus 3 150% auf alles oder Super Tech Charakteren, Ki plus 3
90%, wir haben Ultra Instinct geguckt, also Remove Gods Leader, Ki plus 350 oder Int Ki plus 350, Broly, ja, Ki plus 390, der wäre so nicht einer der besten, so alles über 100 ist, sag ich mal, aktuell gut. Super Strength 120%, ansonsten, wen haben wir hier noch als guten Leader? Falls einen übersehe, Freunde, lasst es auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Ist der Rainbow Leader Messing, aber ja, sein Boost ist nicht mehr so der beste. Cooler, extrem physisch, Ki plus 320%. Ansonsten, Janemba, Extreme Strength, Ki plus 320%, Ella Bojack, wenn du ihn erwächst, Ki plus 400% für Extreme Charaktere, Ki plus 270 für Super, ihn sollten das sein. Und ja, das wären so deine Lieder, mein Freund, das wären so mehr oder weniger deine guten Lieder, wie gesagt, guten, ich habe jetzt nur die guten herausgezählt. Und ja, heißt, du könntest hergehen, du könntest auf jeden Fall ein Full Power Team kannst du bauen, Ring of Gods Team kannst du dir bauen, Fusion Team kannst du dir bauen, Super AGL, Super Strength, Extreme Int hat mega Extreme Physisch und so fort. Gehst einfach her, nimmst deine Leader, filterst deine Charakterliste auf jeden Fall danach und dann machst du das easy. Zum Beispiel, du setzt cooler als dein Leader, filterst deine Charakterliste auf Extreme Physisch und nimmst deine besten Extreme Physisch Charaktere. Im Hinterkopf natürlich behalten, dass du zwei Rotationen bauen willst, zwei Rotationscharaktere hast und so simpel ist das im Endeffekt. Also Message von diesem Team-Rating-Video, Freunde. Entwickelt ein Auge dafür, dass ihr eure Leader erkennt. Welche Leader habt ihr, mit wem könnt ihr ein Team bauen. Denn das meiste wird von den Leader gedeckt. Denn die Teams baut man um den Leader-Skill des Leaders, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Ich hoffe, ich konnte einmal einem oder anderen weiterhelfen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.